Guten Morgen zusammen. 5.20 Uhr, 6 Grad, irgendwo auf einer Höhe zwischen 1000 und 1884 Metern. Ich fange jetzt gleich an, hier meinen Aufstieg weiter zu genießen. Die Sonne kommt langsam raus und es ist eine super Atmosphäre. In die Richtung ist es halt noch sehr dunkel, da seht ihr nichts, deswegen drehe ich mich mal wieder Richtung Sonnenaufgang. Den kann man schon erkennen. Es war eine herrliche Nacht hier, absolute Stille und eine herrliche Luft. Also, sobald es ein bisschen heller ist, zeige ich euch mehr. Der Sonnenaufgang wird immer kräftiger, aber der Wind leider auch. Ich habe meine Wintermütze auf und drei Lagen Klamotten an und lange Hose heute sogar. Schaut euch diese Aussicht an. Hier hoch auf diesen Gaustertoppen ist der Weg durch ein T immer gut gekennzeichnet bis jetzt und geht hier weiter und recht steil ist die anspruchsvolle Route. Man hätte auch eine andere nehmen können, aber wie das immer so ist, man versucht sich auch so ein bisschen herauszufordern. Hier Abkürzungen nehmen, entstehen riesige Trampelpfade. Und manchmal ist man dann echt am Zweifeln, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ich orientiere mich zwar an dem Tee, was man immer wieder sieht, aber so zwischendurch, weil man ja auch viel nach unten guckt bei dem Gelände hier, ist das schon ätzend. Weil der Trampelpfad an sich sieht angenehmer aus als die Hauptstrecke. Trotzdem sollte man gerade in solchen Gebieten auf den Hauptstrecken bleiben. Deswegen ist es auch gut, wenn man irgendwo hochkommt, dass man sich erst orientiert, wo das nächste T ist, bevor man weitergeht. So wie hier jetzt. Oh, es ist super kalt eigentlich schon. Ich könnte fast Handschuhe anziehen. Habe ich im Auto. Da liegen sie gut, ich weiß. Und ich habe das letzte Mal noch gesagt, dass ich die hohen Schuhe anziehe, wenn ich irgendwo wandern gehe. Habe ich wieder vergessen. Wäre auch hier sinnvoll. Wenn ich da erstmal über diese Kante drüber bin, wird es erstmal besser. Erstmal. Ansonsten ein Traum hier. Und da vorne sind die ersten Schafe des Tages. Ich zoome mal kurz. Ich habe gerade die Glocken gehört. Es ist ein bisschen wie eine Alp mit der Kühe. Schön. Was man hier jetzt gut erkennt, ich weiß nicht, ob das mit der Kamera auch noch so wirkt, dieses fluoreszierende Moos, was ich gerne mal erwähne, ist hier richtig gut zu sehen. Das ist ja so ein Neon am Leuchten. Ich habe die nächste Ebene erreicht und das Ziel vor Augen. Da oben, Gaustertoppen. Da will ich hin. Ich hoffe, diese geschotterte helle Fläche da rechts, die ihr da seht im Bild, ist nicht der Wanderweg da hoch. Sieht nämlich mehr als rutschig aus. Gaustertoppen. 2,8 Kilometer und nach Svinøy, ja, von da unten komme ich ja, 1,2. Aber viel besser ist der Blick rundum. Mittlerweile sollte man auch auf der Kamera schon gut was erkennen. Je nachdem, wie ich sie halte, ist die Belichtung ein bisschen besser oder schlechter. Ich hoffe, das ist okay so. Ja, wie gesagt, da oben das Ziel. Und das ist der Kamm, wo es letztendlich wahrscheinlich drüber gehen wird. Ein Träumchen hier. Echt ein Träumchen. Und noch keine Menschenseele unterwegs um diese doch recht frühe Zeit. Es ist eine richtige Wohltat, kurz mehr oder weniger auf ebener Fläche zu gehen oder plan. Eben ja nicht. Dass das nicht bergauf geht, kann man mal kurz durchatmen. Wobei
Wobei ich sagen muss, ich habe nicht das Gefühl, dass die Luft jetzt schon dünner ist, weil man sagt das ja oft, wenn man irgendwo einen Berg hochgeht, die Luft wird dünner. Vielleicht, weil ich die ganze Zeit schon so um die 1000 Meter eh habe, dass man sich da so ein bisschen dran gewöhnt. Soll ja so sein. Auf jeden Fall ist es herrlich, auch wenn es frisch ist. Aber ich denke mal, wenn die Sonne nachher ein bisschen besser durchkommt, wird es deutlich angenehmer. Auch hier kann ich meinem Ritual wieder nachkommen. Immer wenn ich irgendwo hochgehe, wo solche Hügel sind mit Steinchen, lege ich mich dabei. Für das gute Karma. Bis jetzt hat es funktioniert. Allerdings sehe ich jetzt gerade hier das letzte Tee. Mal gucken, wo es weitergeht. Und hier hat man noch so einen kleinen Wasserlauf, wo die Steine auch schon moosbedeckt sind. Das heißt also, hier läuft eigentlich immer Wasser. Hier halte ich jetzt nicht wegen dem Steinhaufen, sondern wegen dem Tee. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, am besten man bleibt kurz stehen und guckt, wo das nächste Tee ist. Das ist eigentlich eine super Sache, weil man dann nämlich jedes Mal auch kurz verschnauft und wesentlich erholter den Berg hochkommt. Muss ich gerade selber feststellen. Als wenn man so einen Pfad hat wie auf dem Preikestolen, wo man im Grunde viel zu schnell unterwegs ist. Ich stehe schon wieder und schaue einfach hier übers Wasser Richtung Sonnenaufgang. Ich denke jedes Mal, wie schön kann so ein Land sein, obwohl im Grunde nichts ist. Vielleicht macht es gerade das aus, dass man sich mal so ein bisschen besinnt aufs Wesentliche. Was ich sowieso versuche, was einem aber so im Alltag schwerfällt durch die ganzen Einflüsse, die man hat. Kann man zum Philosophen werden. Garantiert. Oder zum schrägen Einsiedler. Kann natürlich auch passieren. Ich will beides nicht ausschließen. Bemerkenswert. Das Erste, wenn ich gleich am Auto bin, ich stelle meine hohen Wanderschuhe raus. Echt mit diesen Halbschuhen hier. Also es sind ja trotz allem im Grunde Wanderschuhe, haben auch eine vernünftige Profilierung. Ich hatte auch Halt drin, aber man knickt doch schnell um. Und das ist hier blöd, weil es doch relativ steil hoch geht. Ich mache das ja gerne, dass ich die Kamera hinstelle. Wenn ich die hier auf so eine Kante stelle, sieht so aus. Da kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wie es hier hoch geht. Und da sind feste Schuhe echt das A und O. Aber wenn man am Anfang so einen easy-peasy-Zuweg hat hier, dann denkt man da auch noch nicht dran. Dann latscht man gemütlich über so mehr oder weniger festen Wegen oder sogar Straßen teilweise. Und da verschwendet man noch nicht so den Gedanken daran, ob man wirklich die schwarze Route gehen will. War ja auch in diesem Reiseführer nicht so beschrieben, dass es hier unter anderem auch diese schwarze Route gibt. Wobei sie bis jetzt eher rot ist, nicht schwarz, würde ich sagen. Zur Erklärung, es gibt blau, rot und schwarz nach Schwierigkeitsgrad. Blau einfach, schwarz schwierig. Und es soll schwarz sein. Ich meine, geht schon gut hoch. Aber jeder mit ein bisschen Kondition und Schuhe schafft das schon. Jetzt spürt man das erste Mal die ersten Strahlen der Sonne. So auf der Haut. Es ist ein Riesenunterschied sofort. Hier auch der Schatten schon zu erkennen. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Und das Ziel kommt immer näher. Wenn auch langsam, aber es kommt näher. Ihr kennt ja diese Farben jetzt im Sonnenlicht. So leicht rötlich wirkt das alles. Echt schön. Ich glaube, diese Langsamkeit des Seins hat bestimmt irgendein Bergsteiger mal entdeckt.
Man wird so langsam hier, aber es stört einen gar nicht, weil es stetig weitergeht. Seht ihr auch die ganzen roten Punkte hier? Ich zoome mal kurz so ein bisschen den Weg hoch. Das ist mal gut beschrieben jetzt. Wirklich so alle zwischen 2 und 5 Meter, würde ich sagen. Es ist jetzt kurz vor 7 und laut Wetter-App sollen es um 7 Uhr dort oben dann 2 Grad über Null sein. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie sich der Wind hier gerade anfühlt. Ich hatte kurz die Mütze abgesetzt, weil der Kopf doch sehr warm ist. Aber ohne Mütze geht es definitiv nicht. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Leute, das ist keine Verarsche, hier geht es echt so steil hoch. Man muss im Grunde schon fast auf allen Vieren. Ja, und trotzdem lache ich. Herrlich. Ihr seht ja die roten Tees hier überall. Das ist der Weg nach oben. Also man sollte hier definitiv doch ein bisschen geübter sein. Ansonsten kann man sich auch schnell mal was verknacksen. Aber das Ziel rückt näher. Yeah! Falls es doch noch anfangen sollte zu schneien, gibt es hier noch so Markierungsstäbe. Ich denke, dass die dafür sind. Seismologische Messpunkte werden es nicht sein. Dafür sind sie zu locker. Ich habe nämlich mal dran gerüttelt. Oder in irgendeinem Erdbebenzentrum gehen gerade die Alarmglocken an. Ah, Späßchen. Dort auf der Seite ist auch ein Weg zu sehen. Der sieht wesentlich angenehmer aus. Ist wahrscheinlich von diesem Wohnmobilstellplatz. Bei dieser Touristeninformation gab es so einen ganz großen. Aber das ist ja nicht so meins. Ich stehe dann hier doch lieber, wo man echt die Möglichkeit hat, gerne frei. Zumal die Plätze meistens ein Traum sind. Wobei die Nacht, wo der Schäfer seine Herde da mit über 5000 Tieren hergetrieben hat, war schon ein wenig unruhig. Der ganze Bulli hat gewackelt in diesem Seetestal. Hat man am nächsten Tag auch die Spuren rundum gesehen, wo sie den ganzen Wagen abgeschrubbelt haben. Aber selbst das war schön. Kommt wieder ein Schild Richtung Svinøy, 2,5 Kilometer. Und Gaustatoppen, 1,5 Kilometer. Ui. Das heißt, ich habe jetzt erst 1 Kilometer gemacht auf dem letzten Stück. Unglaublich. Puh. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das noch 1,5 Kilometer sein sollen. Naja. Jetzt kommt sogar schon jemand den Berg runter mit Hund. Ja, super. Ein bisschen mit dem Pudel gekuschelt. Das gute Mädel hat noch ein Foto von mir gemacht. Mit Hund im Schoß im Grunde. Schön runter hier in die Richtung. Herrlich. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, einen eigenen Hund zu haben, wenn ich natürlich nicht mehr arbeite. Weil sonst wäre das Tier die ganze Zeit fast alleine. Das ist ja auch Quatsch. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, wenn du dann so auf Berge gehst, das ist ja nichts mit Hund. Habe jetzt aber auf mehreren Touren schon festgestellt, dass auch in diesem unwegsamen Gelände die Hunde alle mit dabei sind. Also scheint das gut zu funktionieren. Muss man sich natürlich im Vorfeld darüber klar sein, dass der Dackel hier vielleicht nicht so gut aufgehoben ist wie ein anderer Hund, der ein bisschen längere Beine vielleicht hat. Andererseits kann man einen Dackel über die steileren Passagen vielleicht auch einfach mal tragen. Also wäre das auch eigentlich kein Ausschlusskriterium. Schön, dass sich solche Sachen oder solche Fragen manchmal hier auch klären. Jetzt gerade ist mal schön angenehm zu gehen hier. Ihr hört es vielleicht an meinem Schritt. Ich gehe fast gerade. Nein, es ist gerade. Und ohne große Hindernisse. Sind nur ein paar Meter. Aber die genieße ich.
Ja, entschuldigt, wenn ich zwischendurch die Nase hochziehe. Macht man ja eigentlich nicht. Aber unter gewissen Umständen muss das halt immer sein. Und hier ist gerade so ein Umstand. Das ist so klasse. Außer mein Gequassel ist hier echt nichts zu hören. Ein bisschen Wind, gelegentlich mal eine Schafglocke. Und da ist ein Hinweisschild. Das ist doch mal schön. Erst lesen, dann sage ich euch was. Also, hier steht, der Gaustertoppen erhebt sich mehrere hundert Meter aus der Landschaft. Während der letzten Eiszeit ragte der Gipfel hier als Nunatak, was heißt isolierter Felsen, aus der Eislandschaft heraus. Über Jahrtausende hinweg bearbeitete das Schmelzwasser und Eis den Gaustertoppen und eine Masse von losen Steinen häufte sich um den Berg herum auf, auch als Felsenmeer bezeichnet. Fester Quarzit als einer der härtesten existierenden Gesteine blieb jedoch als anstehender Fels bestehen. Der Quarzkern bildet heute den Berggipfel des Gaustertoppen. Auch mal interessant. So, ab jetzt geht's wieder durch dieses gerade benannte Geröllfeld. Einmal so hier hoch. Das ist so unreal, wenn man hier runterschaut. Ich zoome das Ganze mal, ob man das dann vielleicht erkennen kann, was ich da sehe. Diese extrem karge Landschaft, aber rundum. Hier sieht man das richtig schön, wie dieses Gestein hier so aufgesprengt ist. Was vorher mal ein Block war, so puzzelartig. Ja, hier haben sie es mit dem Steinhaufen schon ein bisschen übertrieben. Könnte schon Steingrab sein. Ansonsten immer noch Weltklasse. Und keine Geräusche, nicht mal mehr Wind. Hier ist wieder so eine Infotafel und da geht es um Rippelmarken. In den Gesteinen der Gaustertoppen kann man Rippelmarken erkennen. Diese bilden sich auch heute überall an flachen Sandstränden, die regelmäßig vom Wasser überspült werden. Die Rippelmarken am Gaustertoppen bedeuten allerdings nicht, dass der Berg einst von Meerwasser überspült war. Vielmehr wurden diese Rippeln vor 1200 Millionen Jahren in dem damals abgelagerten Sand gebildet. Unvorstellbar, dass sie den gesamten Prozess der Gebirgsbildung bis zum heutigen Tag überdauert haben. Und wie Sie heute noch in Quarzit erkennen können. Machen Sie gerne einen Rast auf dem uralten Sandstrand des Gaustertoppen und philosophieren Sie über diese unvorstellbaren Zeiträume. Ja, das mache ich doch gerne. Ich hoffe, dieser Kameraschwenk, wenn ich lese, das passt auch so einigermaßen. Ich schwenke nochmal zurück und gehe weiter. Es ist unterm Kilometer. Also ich habe mich gerade noch mal kurz hingesetzt, erstmal um was zu trinken. Nicht ganz unwichtig, habe ich die ganze Zeit noch nicht. Und um auch noch mal das Ganze hier zu genießen. Der Weg, wie ihr sehen könnt, ist echt nur noch Geröllfeld. Aber es ist trotzdem ein unheimliches Erlebnis. Das ist hier halt nicht so wie diese typischen Forstwanderwege, sondern wirklich ein richtiger Wanderweg, finde ich. Und was natürlich auch klasse ist, soweit man gucken kann, kein Mensch zu sehen. Gausterbahnen, das heißt, das ist der Sessellift, der nach oben führt. Des Weiteren heißt es, hier beginnt eine richtig gemauerte Mauer oder gestapelte Mauer. Ich bin im Grunde oben. Hier ist noch eine künstliche Hügelchen wieder. Aber es sind echt die letzten Meter. Bin ich auch ganz froh drüber. Hier geht es erstmal ein paar Treppen hoch zum Gaustertoppen. Oh, ist das ein angenehmes Gefühl. Ich bin oben.
Ich zeige euch jetzt hier so eine Tafel und schwenke dann immer in die passende Richtung, was dort ist. Hier ist der Quietervaten. Dahinter Orne Nipper. Tryvannstarnet ist der Berg am Horizont. Ja, das kann man gar nicht alles so zeigen. Ich zeige mal hier die Tafel kurz. Was hier alles so rundum ist. Hier könnt ihr auch jederzeit Pause drücken, um nochmal nachzulesen. Und jetzt hier von Mosvatn aus beginne ich den Schwenk dann nochmal entgegengesetzt der Richtung, wie ich gerade die Tafel gezeigt habe. Ein Traum von nichts. Das war jetzt die erste Ebene, wo der Lift ist. Jetzt geht's weiter hoch zum Türmchen. Ja, jetzt bin ich auf der nächsten kleinen Ebene und blicke auf diese Gondelhütte, wo anscheinend auch nur der Maschinenraum ist, sehe ich gerade, weil da ging gar keine Gabel hin, wo die Gondel dranhängen könnte. Hier so eine kleine Messstation für die Wetterdaten und nochmal ein herrlicher Blick. Aber ich muss weiter hoch jetzt, will ich den Rest. Hier in dem Stein sind diese Wellen doch besonders gut zu erkennen, was vorhin auf dem Hinweisschild erklärt wurde. Ja, jetzt ist hier die Gaustad Doppeltouristhütte Enkel Servering. Ich weiß nicht, ob hier Enkel serviert werden oder ähnliches. Im Sommer von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet und im Winter von 9 bis 16.30 Uhr. Muss ich gleich mal gucken, wie spät wir es haben. Aber ich glaube, ich werde mich dann vielleicht zu einem Kaffee hinreißen lassen. Bei dieser herrlichen Aussicht hier. Aber es geht noch eine Ebene höher. Und das mache ich jetzt. So Leute, ein kleiner Schwenk hier oben, wo ich mich nicht lange aufhalten werde, weil mir gerade hier auf den letzten Stufen wieder so schwummerig geworden ist, weil da keine Begrenzung ist, kein Geländer, kein gar nichts, so wie hier oben auch. Und das ist nicht meins. Ich meine diese Stelle hier. Deswegen werde ich jetzt direkt wieder runtergehen, bevor mir noch schwindeliger wird. So, ich sitze jetzt an einem dieser Wellentische und werde ein bisschen pausieren in Begleitung zweier Spatzen hier. Die machen einen sehr treuen Eindruck. Ja, doch nicht so sehr. Was soll ich sagen? Das waren jetzt 1830 Meter Höhe hier. Nein, ich bin jetzt auf 1830 Meter Höhe. Der Weg war super. Ich habe so grob 2,5 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange. Und zwar über diesen doch groben Weg. Dort sieht man schön so einen Trampelpfad, der im Grunde hinten zu diesem großen Wohnmobilparkplatz führt. Der ist deutlich einfacher zu laufen. Aber ich habe es mir so ausgesucht und werde jetzt dann denselben Weg auch wieder runtergehen. Wenn ich hier noch ein bisschen gesessen habe, die Sonne genossen habe und dieses Gefühl einfach noch ein bisschen habe. Also bis gleich. So, jetzt geht's ein bisschen wehmütig wieder runter, weil eigentlich möchte ich hier noch länger sitzen, aber die Steine sind echt kalt zum Sitzen. Und die ganze Zeit stehen will ich auch nicht. Daher geht's jetzt langsam wieder runter, mit viel Genuss und Vorsicht. Das ist mir vorhin gar nicht so aufgefallen. Hier wurde wohl versucht, Blut wegzuspülen. Vielleicht auch jemand mal ein bisschen gröber gestürzt.
Deswegen sage ich immer, da wo es am einfachsten aussieht, muss man trotzdem aufmerksam bleiben, auch am Ende eines Weges. Hier geht's rein zu dieser Gaustertoppenbahn, die ja unterirdisch geht. Da habe ich gar nicht dran gedacht vorhin, weil ich sagte ja, da fehlen die Strippen, die den Berg hochführen. So ein Blödsinn. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich hatte das ja gelesen, dass das hier so eine unterirdische Bahn ist. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ich schaue mal nach den Zeiten, wann die fahren und was das Ganze kosten soll. Also hier sind jetzt die Toiletten im Inneren und da steht bei One of Norway's Highest Toilets. Ja, eine von Norwegens höchsten Toiletten. Aber Preise kann ich jetzt hier noch nicht entdecken. Ich will auch nicht weiter reinrennen eigentlich, weil hier noch zu ist. Diese Aussicht hier ist bei jedem Lichtwechsel irgendwie anders und noch schöner. Ich warte jetzt hier in circa 20 Minuten, wenn ich die Schilder richtig im Kopf habe, müssten die öffnen und werde dann mal fragen, wie das Ganze läuft. Weil reizen würde mich das schon, durch den Berg durch mit so einer alten Bergbahn runterzufahren. Was vielleicht auch noch eine ganz interessante Info ist, dass man hier von diesem Gaustertoppen ein Sechstel des ganzen Landes sieht und bei klarer Sicht angeblich sogar bis Schweden schauen kann. Schon beeindruckend. Ja, es ist mittlerweile 9 Uhr und hier kommt keiner. Ich gehe jetzt einfach mal diesen Gang runter. In der Hoffnung, dass dann irgendwo einer ist. Also die Fahrt hätte mich schon gereizt, aber 30 Euro finde ich schon. Ja, wer weiß, ob es viel ist, aber also für mich ist es vom Gefühl her nicht richtig. Die müssen hier auch jede Menge investieren, wahrscheinlich Erhaltung und, und. Aber Einzelticket 30 Euro, hin und zurück 39 Euro. Nee, ich laufe. Auch wenn ich die Bahnfahrt gerne gemacht hätte. Bin ich da vielleicht zu knauserig, solche Tickets dann zu bezahlen? Wie seht ihr das? Würde mich doch mal interessieren, ob ihr da denkt, ich bin knauserig, oder ob ihr auch sagt, ist schon ganz schön teuer. So, kleines Päuschen. Jacke weg, Pullover weg, nur noch T-Shirt. Die Schuhe nochmal neu gebunden. Weil die Sonne brennt von oben, das gibt's nicht. Und es geht kein Lüftchen mehr. Es ist herrlich. Es ist einfach herrlich. Zu der Seite sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr richtig. War gerade ein Hubschrauber, der tiefer ist als ich. Schön. Wäre witzig gewesen, wenn er hier vorher fliegt. Es wird Zeit, dass ich zurück bin. Ist noch ein ganzes Stück, aber mein Magen knurrt. Bei der letzten Tour hatte ich mir immer einen Apfel und Banane und sowas mitgenommen. Aber da habe ich wohl gestern die letzte gegessen und nicht für Nachschub gesorgt. Daher fehlt mir jetzt so dieser Snack zwischendurch. Wenn am Berg auch nichts passiert, ne? Auf diesem kleinen Schotterscheiß habe ich schon zweimal beide Arme hochgerissen und mich noch gefangen, aber das ist echt übel. Da rutscht man so sehr drauf. Klar, liegt am Gefälle, aber kennt ihr das Gefühl, wenn man dann beide Arme einmal so hochreißt? Genau das ist es. Und einmal musste ich mich sogar noch zusätzlich mit den Händen am Boden fangen. Schäbiges Zeug. So, jetzt habe ich gleich wieder eine Ebene geschafft. Aber ich muss echt sagen, rauf war der Weg ja echt okay. Aber jetzt runter, definitiv nicht mein Ding. Es ist teilweise so steil, dass das schon in den Knie wehtut.
durch dieses ewige Drücken, sage ich mal, beim Gehen. Und das möchte man ja eigentlich auch nicht haben. Ich nehme das jetzt in Kauf, natürlich. Wenn ich aber nochmal herkommen sollte, würde ich definitiv auch diesen normalen Weg nehmen, wie die Herrschaften da oben. Ich weiß nicht, ob man die erkennt. Sind recht mickrig auf die Entfernung. So, jetzt bin ich hier an den Felcom Center Gausterbahnen, nachdem ich runtergelatscht bin. Und es ist okay. Man bekommt hier so diese üblichen Souvenirs. Jede Menge Parken hier. Und ich latsche jetzt mal weiter, weil ein Stück zum Auto habe ich noch. Macht aber gar nichts. Weil bei der Landschaft gehe ich den Weg gerne noch weiter. Wen es noch interessiert, im Grunde da hinterm Hügel steht mein Auto. Ist nicht mehr ganz so weit. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt bei mir am Auto wieder angekommen. Bin ich auch ganz froh drüber. Da oben ist nochmal der Gauster Toppen zu sehen. Der Weg war doch ganz schön fordernd. Also ich war jetzt insgesamt 6 Stunden unterwegs, davon ungefähr eine halbe Stunde. Ja, Stunde fast oben geblieben. Also 5 Stunden reine Wanderzeit. Und die war schon fordernd, muss ich echt zugeben. Rauf war okay, runter war sehr anstrengend. Würde ich doch das nächste Mal, wie gesagt, den anderen Weg bevorzugen. Jo. Ich habe jetzt hier noch die Option, entweder direkt ans Wasser zu gehen. Ja, hier fahren schon wieder die ersten Rennwagen. Oder weiter und das Land genießen. Ich werde, glaube ich, weiterfahren und irgendwo ein Plätzchen an der Otra suchen. Das ist ja dieser Fluss, der hier durchführt, im Süden Schwedens. Und dort erstmal ein ausgiebiges Bad nehmen. Das habe ich mir heute, glaube ich, verdient. Ja. Naja, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Ich fand's gut, auch wenn es das ein oder andere Problemchen gab. Aber im Großen und Ganzen top. Also, macht's gut. Euer Markus vom Bergfuß diesmal.